Dremiolog-Wertezocker-Gemeinde und willkommen zu einer weiteren Schiffvorstellung in Star Citizen. Dieses Mal haben wir eines der, wie ich persönlich finde, coolsten Schiffe überhaupt, auch wenn es nicht für mich auch keinen direkten Nutzen hat. Und zwar der Prawler von Isperia. Ich habe gerade noch kurz vor dem Video starten geguckt, was sie für Waffen hat und ich bin echt geschockt. Sie hat hier unten an den Flügeln zweimal Size 4 Waffen gegimbelt und oben am Turret, im Remote Turret, Size 3 zweimal und Alter, was? Das sind echt Size 5 Hardpoints und das Ding ist ein Dropship. Also die einzige Aufgabe, die das Schiff hat, ist Marines abzuwerfen, Bodentruppen. Und da kommt das mit solchen Wummen daher. What the fuck? Also, ich bin echt schockiert. Ja. Was das Schiff hier auszeichnet, ist unter anderem mal die Tatsache, dass wir hier kein Geschütz haben, also keine, na, verdammt, keine Fenster bei der Pilotenkanzel haben. Weder Pilot noch Copilot. Wir haben hier alles Bildschirme. Das sind alles Bildschirme. Die kann man auch separat ausschalten. Dann kann man das kurz zeigen. Wo war das? Viewport. Slip. Es ist zu. Und das ist diese Flacker, sollte eigentlich nicht sein. Jetzt sehe ich nichts mehr raus. Viewport an. Zap. Das ist doch cool, oder? Dann haben wir der eine Tor, der Turm oben, der ist remote. Und eigentlich benutzt den nicht unbedingt den Pilot. Also der Pilot kann ihn nutzen. Also wir haben hier der Turret oben und unten. Und das unten müssen sogar müssen die Imperial Railguns sein, wenn ich mich nicht irre. Warte, sind das die Railguns? Kann ich das sehen? Lade. Danke. Deadbolt. Steht nur Cannon. Okay, gut. Cannon, nicht. Ich glaube, bei den Railguns steht Railgun dran. Ja, was die Schiffe der. Ach, verdammte Axt. Tevarin, glaube ich, es waren die Tevarin. Auszeichnet sind hier ihre merkwürdige Steuerung. Das ist einfach nur ein Hebel, den man entsprechend bewegt. Ziehen ist oben, schieben, also drücken ist nach unten, links, rechts. Rechts, links geht gerade nicht. Ach so, Triebwerke sind aus. Rechts, links. Da bewegt er den ganzen Arm. Das hat durchaus Style. Vor allem ist es mal etwas, was man noch nicht kannte, ne? Wir haben hier vier MFDs, die relativ weit unten sind, also die kommen nicht so ins Blickfeld, man sieht sie nicht. Und ja. Man muss sagen, hier einfach allein schon, das Design selbst gefiel mir schon. Und dann die Animation, aber dazu kommen wir erst noch. Die Prawler ist wie gesagt schon ein, wie schon gesagt, ein Dropship. Das hat zwei Ebenen. Oben haben wir die Pilotenkanzel und mehr nicht. Wir haben hier noch die Systemschränke jetzt. Modulschächte. Jetzt habe ich's. Die Modulschächte. Die sind, glaube ich, allesamt hier oben. Powerplant, Quantum, Schild und Kühler. Ja, müsste sein. Es müssten alle hier oben sein. Das hier sind die Schilde. Dann sind das die Kühler und hier Powerplant und Quantum. Dann haben wir ein unteres Stockwerk mit einer interessanten Leiter.
Und hier haben wir eigentlich den Co-Pilot-Sitz. Und der kann das Schiff auch steuern, wenn der Pilot nicht da sitzt. Aber eigentlich ist seine Aufgabe ja halt hier. Wo ist er? Irgendwo müsste da auch ein Knopf hier sein. Hier, Enter Remote Turret. Seine Aufgabe ist eigentlich der Gunner. Warum der nicht schießt, weiß ich auch nicht. Aber ja, eigentlich müsste der untere Sitz, der Co-Pilotensitz, eigentlich fürs Schießen zuständig sein hier. Ja. Ich frage mich allerdings gerade, warte. Mir haben hier gerade die MFDs gefehlt. Wieso? Wie konnte der von unten fliegen? Wie kann man von unten fliegen, wenn man keine MFDs hat? Das macht irgendwie nicht sonderlich viel Sinn, finde ich. Also entweder ist es ein Bug oder der untere Sitz hat keine MFDs. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Der Co-Pilot hat immer auch ein bisschen Kontrolle, aber I don't know. Dann haben wir hier stehende Sitze. Nee. Kann nur von außen sehen. Auf jeden Fall. Hier haben wir schon mal die ersten vier Sitze für Marines. Und hier haben wir nochmal 2, 4, 6, 8. Das heißt insgesamt. Oh, 8, 9, 10, 11, 12. Holy fuck, das sind ja viel mehr, als ich dachte. Das macht 12, 13, 14, 15, 16 Sitze. Holy shit. Also, da kommen so einige raus, wa? Dann haben wir, hier sehe ich gerade Waffenracks ein paar. Jo. Alter, sieht das nice aus. Das sind vier Stück, also für jeden Sitz eins. Dann haben wir hier neben jeder Tür scheinbar eins. Das heißt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4 Türen. Das sind also mehr als Türen. Aber es sind. Ah, nö, hier haben wir noch welche. 1 und 2, ja. Okay, wir haben 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haben wir sonst noch irgendwo welche? Das sind nämlich zu wenige. Wir haben. Ich zähle jetzt hier 11 Waffenracks. Nee, warte. Bin ich blöd? 1, 2, 3, 4, 5, das doppelt. Sind schon mal 10, 11, 12. Ja, doch. Für jeden Scheißsitz gibt es eine Waffenhalterung. Jetzt stimmt's. Gut. Also im Prinzip die Waffenhalterung für den, die für den, die für den, die für den und dann ist es jeweils hier rechte Hand. Okay, der Aufbau ist also folgendermaßen. Wir haben hier vier Sitze und eine Leiter, die wir seitlich öffnen können. Vier Waffen. Die vier Leute hier schnappen sich hier die Waffe und springen hier raus. Diese vier hier schnappen sich die und die Waffe und springen hier raus. Und das geht schon mal richtig geil auf, wenn ihr euch darauf geachtet habt. Und die anderen, jetzt sind nämlich hier noch die vier Waffen hier. Auf der Seite jeweils die linke und auf der Seite jeweils die rechte. Die springen zu diesen Türen raus. Da hat quasi jeder seinen Ausgang und jeder hat seine Waffe. Passt. Und wie wir hier schon sehen, da und vor allem hinten, das zeichnet dieses Schiff aus. Wir haben hier ein Energieschild. Aktuell ist es die ganze Systematik noch nicht im Spiel. Aber wenn das dann irgendwann mal so weit kommt, dann kann man hier die Türen offen haben, also wirklich alle. Und diese Energieschilde, die diese Eingänge hier schützen, die verhindern den Druckabfall. Das ist auch deswegen wichtig, weil weder der Co-Pilot noch der Pilot haben irgendeine Schutztür. Also wenn hier der hier rausspringt auf einem Mond, muss der ja aufmachen, dann würde hier drin der Druck
abfallen, der Sauerstoff fehlen und der Pilot, der würde das machen, was ich auf Port Olisa gemacht habe, als ich ins Schiff rein wollte. Deswegen habe ich nur 49% Leben. Aber im Prinzip machen wir das jetzt einfach mal. Excel. Oh, place. Close the door. Enter the seat. So. So warten die Marines. Und das heißt, so, wir sind da. Klappe auf. Knarre in die Hand. Tür auf. Und ab. Und hier diese Dinger hier, die hieß es zumindest mal, sollen ein... Oh, es ist kalt hier. Sollen auch einen Sichtschutz darstellen. Also die sind nicht einfach nur Federn des Schiffes, sondern haben auch den praktischen Nutzen einer Wand. Einer kleinen Mauer. Eines Schildes, danke, jetzt. Verdammte Axt. Heute Abend wieder mit den Worten. Eines Schildes, so dass die hier rausspringen können und zum Beispiel direkt hier hingehen können und ja, werden nicht so leicht beschossen hier. Gucken wir uns das Ganze mal noch von außen an, falls das funktioniert. Jupp. Also die Türen sind jetzt nicht unbedingt spektakulär beim Auf- und Zugehen. Ja, nicht enter the ship. Na egal. Geht's automatisch zu, pass auch. Aber hier den Hinterausgang. Oder wenn man es so von hier aus anguckt, dann sieht es einfach aus, als wären das irgendwie Venen, Blutadern, die hier im Schiff sind. Es sieht einfach so krass aus. Und die ganze Animation, also hier ist der Knopf. Es ist einfach so heftig, das Schiff. Zap, zap. Alles geht auf. Und ja, wir haben hier tatsächlich schon feste Knöpfe. Den hier oben muss ich erst noch suchen. Den unten habe ich sofort gesehen, aber den oben nicht. Ja. So viel zum Innenleben und der Funktionsweise, die ich jetzt ein bisschen ausufernd erklärt habe. Dann kommen wir jetzt noch zu den Äußerlichkeiten, zu den äußeren Animationen. Und falls sich der eine oder andere fragt, warum denn hier keine Schiffsvideos kommen, obwohl ja ganz klar hier einige Schiffe beziehungsweise warum diese Videos nicht schon während der Expo gekommen sind, so muss ich sagen. Ich habe jetzt halt extra gewartet mit den Schiffsvorstellungen bis zu der Zeit, also habe die zurückgehalten bis zu der Zeit, wo ich jetzt aktuell gerade nicht so aufnehmen kann, wegen meiner Zahnoperation, damit ich die hochladen, also zu der Zeit hochladen kann. Und vor allem mit Expo-Videos und Schiff-Videos, das wäre ein bisschen zu viel geworden. Alles aufs Mal. So, wir haben schon gesehen, wie die Arme federn. Achtet auf den Arm oben. Die Federn schön ein. Dann die Fahrwerke, die sieht man kaum. Also hinteres Fahrwerk, vorderes Fahrwerk. Ist kaum zu sehen, dass da überhaupt was passiert. Die Flügel hier, die breiten sich minimal aus. Okay, von vorne sieht man ein bisschen mehr. Relativ unspektakulär, aber wo es spektakulär wird, ist hier. Zack! Wenn man vom Hover-Modus in den Flugmodus wechselt. Die Arme, sie drehen sich ein, für die seitlichen Arme bewegen sich noch ein bisschen. Es ist einfach heftig, was das Schiff an Animationen hat. Und ich bin mal gespannt, wie es mit der Talon aussehen wird, weil die ist ja ebenfalls von den Tevarin. Und innen drin wird sie nicht so spektakulär sein, das ist klar, es ist ein Single Seater, das heißt, du steigst in den Cockpit ein und mehr passiert nicht. Aber was wir außen für Animationen haben, da bin ich mal gespannt.
Der Sound ist heftig. Aber ich muss echt sagen, ich denke mal, ich werde das Ding nachher wirklich mal noch im. Wisst ihr was? Yo. Das hänge ich hier hinten dann noch dran. Ich gehe jetzt nach Microtech, mache die Aufnahme zur Expo von Origin, weil ich habe das. Hatte keine Lust, das Schiff aufzunehmen gestern und deswegen mache ich das jetzt erst einen Tag später. Die Dinger bleiben dieses Jahr ja 2 Tage, also war das kein Problem. Gehe ich jetzt nach Microtech, mach Origin, die Expo-Aufnahme und dann gehe ich noch in den Arena Commander und da gucken wir mal noch kurz, was das Ding hier kampfmäßig drauf hat, weil mit den fetten Wummen und das ist alles Gimbaled. Auch wenn es sich nicht unbedingt fliegen wird wie ein Fighter. Ich meine hier. Es zieht schon ein bisschen nach. Drehung. Boah. Ja, es ist halt kein Fighter. Aber was Feuerkraft angeht, dürfte das Ding ordentlich Power haben. Und das werden wir testen. Entsprechend mache ich hier den Cut. Und wir sehen uns im Arena Commander wieder. So, da wären wir wieder und ich musste feststellen, den Krams, den man da rentet, den kriegt man nicht. Warum habe ich immer noch 2 Arrows? Ich habe doch eine geopfert und habe was anderes draus gemacht. Ach so, ja klar, weil die Arrow der Loner dafür ist. Ah je. Logisch. Aus irgendeinem Grund habe ich noch irgendwoher eine Arrow und der Loaner für die Talon ist die Arrow. Deswegen habe ich 2 Arrows. Ja, wir haben Pisces, Hawk, Valkyrie. Also an der Größe kann es nicht liegen. Die Valkyrie ist größer als die Prawler. Das heißt im Klartext, was wir an der Messe gerantet haben, wird nicht für den Arena Commander gerantet. Das ist doof. Das Blöde ist, wir haben hier zwar Ship Rental und Select, aber irgendwie kann ich auch nichts renten. Nee, ich habe nur die Schiffe, die ich besitze. Also das Renten funktioniert im Arena Commander auch schon mal wieder nicht. Cool. Alter, wie detailliert dieses Schiff hier dargestellt wird, das ist selten. Ja, aber wenn ihr das hier gerade sehen, das ist jetzt nämlich auch schon eine Sache, so eine Frage, was ich machen will, ob ich die hier zu irgendwas upgraden will, zum Beispiel, was war's? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ha! Ich bin gut. Ach ja, zu Super Hornet, weil ich was zur F7A Hornet erfahren habe. Genau, da kann ich jetzt hier mal nachwerfen. Ich habe ja beim Anvil-Tag habe ich mich noch so gefragt, was die F7A für eine Variante sein soll, die man ja auch MK2 teilweise nennt. Und die soll irgendwie ein Upgrade sein, das man holen kann, wenn man eine Super Hornet besitzt und die Squadron 42-Kampagne durchgespielt hat. Dann kann man die Super Hornet zur F7A upgraden lassen. Irgendwie sowas. Und das heißt, die F7A ist im Prinzip die stärkste, beste, in jeder Hinsicht beste Hornet. Und damit ist sie, wenn man eine Hornet wirklich mainen will als Fighter, der Fighter, den man anpeilen sollte. Und auch allgemein die Hornet, auch wenn sie ein Backstein ist, gehört sie zu den angriffsstärksten Jägern. Entsprechend lohnt es sich eigentlich immer, auf dieses Schiff zu gehen. Man kann jetzt natürlich immer noch die Saber nehmen. Die Saber bleibt ein sehr guter Fighter, ganz klar. Da können wir jetzt natürlich nicht sagen, wer besser ist, die F7A oder die Saber, außer in puncto Bewaffnung. Da wird die F7A wahrscheinlich besser sein, weil sie hat ihr Turret, sie hat ihr Nasengeschütze, sie hat die Flügelschütze. Das heißt, das sind 6 Waffen. Die Saber hat 4.
Also, die F7A wird stärker bewaffnet sein. Wie es mit dem Rest aussieht, aufgrund der Größe beispielsweise, dürfte in puncto Verteidigung die Sabre ein bisschen besser sein. Manövrierbarkeit, Flugfähigkeit, da kann man nichts zu sagen. Es ist immer noch eine Hornet. Die Hornet ist der größte, schlimmste Backstein im Fliegen, aber sie ist halt schmaler, sie ist stromlinienförmiger. Daher wird sie sehr wahrscheinlich ein bisschen besser fliegen als die F7C Hornet, also die gesamte aktuelle Hornet-Reihe. Aber wie viel besser? Das ist noch die Frage. Aber ganz klar, die Lightning wird immer noch das stärkere Schiff sein. Jetzt eben direkt ein Power-Vergleich. Aber es ist halt die Lightning. Wie kriegst du die, ne? Wir wissen, wenn du 10.000 ausgegeben hast, es gibt Gerüchte, wenn du ein gewisses Standing in der Squadron 42-Kampagne holst. Wir wissen nicht, wie hoch das Standing sein wird. Also wir wissen nicht, wie schwierig das sein wird. Die F7A soll allerdings unabhängig irgendeines Rangs, einer Stufe, eines Standings sein. Einfach sobald du die Squadron 42-Kampagne beendet hast, kannst du eine Super Hornet, es muss die Super sein, zur 7A upgraden. Also du kommst deutlich leichter an die 7A ran. Du brauchst ein Investment von $180, nicht 10.000, 180 und musst halt die Story durchspielen. That's it. Dann hast du die. Naja gut, vielleicht muss man noch ein Upgrade zahlen, aber das sind maximal noch 50. Die billigste, die noch Standard Hornet, die kostet 110 und die Super Hornet 180, das sind 70. Ja, also mit mehr als insgesamt 300 Investment darf man nicht rechnen für das Schiff. Und wir wissen nicht, wie das Upgrade ist. Ist das In-Game, dass man einfach das Upgrade In-Game kriegt? Die Super Hornet kommt weg und kann die In-Game machen. Oder muss man es mit Echtgeld machen? Das müssen wir noch herausfinden. Aber es ist trotzdem sehr viel einfacher, sehr viel kostengünstiger im Prinzip als die Lightning. Ja. Gut, also Kampftauglichkeit der Prawler können wir leider nicht testen. Ich kann natürlich mal gucken, ob wir es hier noch gucken können. Ja gut, Freefly bringt ja nichts. Vandal Swarm, Select Range Ship. Aupoa, Banu. Espiria wird mir hier gar nicht mal angezeigt. Also, geht nicht. Kannst du nicht renten. Moment. Select Range Ship. Vielleicht hier? Nö, auch hier geht's nicht. Hier kannst du auch nur anpassen, was du besitzt, beziehungsweise was ausgestattet ist, was geselected ist. Ja, ist Kacke. Schade. Ja gut, damit verabschiede ich mich halt leider, leider ohne Kampftest vom Video zur Prawler. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, ob in dieser Expo nochmal ein Schiff kommt. Mir fällt zumindest gerade so spontan keins ein. Die Perseus morgen wird ein Concept Sale, kein Flight Ready Sale. Was aber kommen wird, vielleicht, es ist im Dezember, gab keine genaueren Angaben, vielleicht kriege ich die Talon noch vor meiner Operation hin. Ansonsten haben wir als nächste Vorstellung spätestens im Januar, wenn sie den Zeitplan einhalten, ich rede halt von mir, spätestens, falls nicht noch zwischendurch irgendwo ein Schiff auftaucht, haben wir im Januar direkt das nächste Schiff dieser Baureihe, und zwar die Talon. Falls eben nichts noch bei den nächsten. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn noch? Schedule, RSI. Ja, okay. Robospace Industries hat, glaube ich, dieses Jahr nichts rausgebracht. Da kam nur die Info zu Perseus. Danach haben wir Best in Show. Also das heißt, da kommen dann die Skins für die Carrack, für die Freelancer, Cutlass, Reclaimer war, glaube ich, noch unter den besten vier und keine Ahnung, was das vierte war. Also wir sehen kein neues Schiff mehr. Das heißt im Klartext, das nächste Schiff, die nächste Schiffsvorstellung, die hier kommen wird, wird die der Talon sein. Denn die Talon soll
nächsten Monat. Und nächsten Monat fängt in 3 Tagen an. Soll nächsten Monat Flight Ready werden. Ich besitze die Teller, das heißt, wenn es vor meiner Zahnoperation kommt, dann kann ich es noch vorher machen. Wenn es nachher kommt, wird es das erste Star Citizen Video von mir im Jahr 2021. Ja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis denne. Und mögen die Macht mit euch sein.